Ich würde mal sagen, ja, geh mal nach unten, ne? So. Hoffentlich werden wir nicht weiterverfolgt. So, wo sind wir denn hier gelandet? Sie befinden sich in der Grube im großen Loch am Boden des westlichen Tupit-Raums. Direkt über ihnen befindet sich ein großes Loch. Und in der Grube steht eine kleine Pflanze, die murmelt: Wasser, Wasser, Aktion. Ja, ich würde mal sagen, wir geben der armen Pflanze erstmal Wasser, weil wir haben ja Wasser dabei, ne? Also Water Plant, hoffe ich. Ne? Ah. Die Pflanze wächst für ein paar Sekunden rasend schnell. Aktion. Ja, wir bräuchten mehr Wasser, ne? Aber die Flasche müsste ja jetzt eigentlich leer sein, oder? Genau, die Flasche ist leer. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. So, wir sind jetzt am westlichen Ende des Tupit-Raums und ja, da sind leise Raschelgeräusche in der Dunkelheit hinter uns. Das ist nicht gut. Dann gehen wir am besten mal nach Westen. Ah, da sind wir wieder in diesem Plattenraum. Und dann nach oben. So, wir sind jetzt wieder im geheimen Nord-Süd-Canyon oberhalb des großen Raums. Und ja, da sind immer noch leichte Raschelgeräusche in der Dunkelheit hinter uns. Das ist nicht gut. Schnell nach Norden. Sie befinden sich in einer Nord-Süd-Schlucht mit einem Durchmesser von etwa 25 Fuß. Der Boden ist von weißem Nebel bedeckt, der von Norden her eindringt. Die Mauern erstrecken sich weit über 100 Fuß nach oben. An einem unsichtbaren Punkt weit über ihnen hängt ein riesiger zweiseitiger Spiegel parallel und in der Mitte zwischen den Wänden des Canyons. Der Spiegel ist offensichtlich den Zwergen zur Verfügung gestellt, die, wie sie wissen, äußerst eitel sind. In beiden Wänden ist in etwa 50 Fuß Höhe ein kleines Fenster zu sehen. Aktion? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter nach Norden. Sie befinden sich am Rande eines großen unterirdischen Reservoirs. Eine undurchsichtige Wolke aus weißem Nebel füllt den Berg und steigt schnell nach oben. Der See wird von einem Bach gespeist, der etwa 3 Meter über ihm aus einem Loch in der Wand stürzt und irgendwo im Nebel lautstark ins Wasser plätschert. Der einzige Durchgang führt zurück nach Süden. Aus der Dunkelheit hinter ihnen sind leise Raschelgeräusche zu hören. Aktion. Ja, ist ja klar, was wir hier vorhaben. Ne? Wir wollen die Wasserflasche wieder füllen. Fill Bottle. Damit wir wieder Wasser für die Pflanze haben. So, die Flasche ist wieder voll. Das heißt, wir können den Weg wieder zurück. Nach Süden erstmal. So, jetzt sind wir wieder am Spiegel Canyon. Ja, da haben wir wieder Raschelgeräusche hinter uns. So, dann gehen wir nach unten. Oh, na gut, dann nehmen wir dann erstmal weiter nach Süden. So, jetzt sind wir wieder oberhalb des großen Raums. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten. So, jetzt sind wir wieder am Slab Room. So, jetzt sind wir wieder am westlichen Ende des Tupits-Raums. Oh, da hat sich was getan. Also, wie gesagt, wir sind wieder am westlichen Ende des Tupits-Raums, aber jetzt aus der westlichen Grube ragt die Spitze einer 12 Fuß hohen Bohnenranke heraus. Aktion. Na, das ist doch schon mal schön, da ist die Pflanze schon mal was gewachsen. So, dann gehen wir hier runter. In der westlichen Höhle.
Ja, der ist halt ein 12 Fuß großer Bohnenranke und den möchte halt noch mehr Wasser. Und wir haben auch schon wieder leichte Raschelgeräusche hinter uns in der Dunkelheit. Dann machen wir erstmal Water Plant, also gibt der Pflanze noch mehr Wasser. Ja, also die Pflanze wächst explosionsartig und füllt fast die gesamte Grube aus. Gut, dann können wir ja eigentlich an der Bodenranke nach oben, oder? Genau. Ja, beziehungsweise wir wären ja auch so wieder hochgekommen. Dann gehen wir nach Osten. Sie befinden sich am östlichen Ende des Tupit-Raums. Der Boden ist hier mit dünnen Felsplatten übersät, die den Abstieg in die Grube erleichtern. Hier gibt es einen Weg, der die Gruben umgeht und mit Durchgängen aus dem Osten und Westen verbunden ist. Es gibt überall Löcher, aber das einzige große Loch befindet sich an der Wand direkt über der Westgrube, wo man nicht hinkommt. Aktion? Können wir nach unten? Sie befinden sich am Boden des östlichen Lochs, des Zweilochsraums. Und hier ist ein kleiner See aus Öl in der Ecke des Lochs. Dann machen wir doch direkt mal Fülle Flasche. Gut, die Flasche ist gefüllt. Dann können wir hier wieder rauf. So, jetzt sind wir wieder am östlichen Ende des Tupit-Raums, ne? Dann gehen wir nach Westen. Dann sind wir wieder im westlichen Teil. Oh, wir werden angegriffen. Also, sie befinden sich halt am westlichen Ende des Tupit-Raums. Ein kleiner Zwerg kommt um die Ecke, sieht dich, schmeißt seine kleine Axt nach dir, die verfehlt allerdings, flucht und läuft davon. Nun liegt da eine kleine Axt auf dem Boden. Aktion? Ja, puh, da haben wir wohl nochmal Glück gehabt, ja? Also machen wir Take. Take X. Also nimm Axt. Okay, was haben wir denn jetzt alles dabei? Die Axt, die Glasflasche, die Schlüssel, die Lampe, Öl in der Flasche und den Perserteppich. Okay. Und jetzt müssen wir aufpassen. Also diese Zwerge werden jetzt immer öfter mal kommen. Und dann müssen wir uns mit dieser Axt da verteidigen. Nicht, dass die uns irgendwann malträtieren. Weil das sind böse Zwerge. Okay, pass auf, dann klettern wir jetzt erstmal die Bohnenranke hoch. Also Climb, Bean, Stalk. Can't go that way? Warum nicht? A large hole in the wall above the pit at the end of the room. Ach so, hä? Ich dachte, hier wäre die Bohnenranke. Warte mal, muss ich vielleicht erst nochmal runter? Ja, in der westlichen Grube, genau. Okay, pass auf. Vielleicht können wir das ja hier machen. Climb Beanstalk. Und? Ja, ich glaube, das hat geklappt. Sehr schön. Also, sie befinden sich in einem langen, schmalen Korridor, der sich nach Westen außer Sichtweite erstreckt. Am östlichen Ende befindet sich ein Loch, durch das man eine Fülle von Blättern sehen kann. Aktion? Ja, wir gehen erstmal weiter nach Westen, würde ich sagen.
Wo sind wir da gelandet? Sie befinden sich in einem riesigen Raum. Die Decke ist so hoch, dass die Lampe sie nicht beleuchten kann. Höhlenartige Gänge führen nach Osten, Norden und Süden. An der Westwand ist die Inschrift Fi, Fi, Fo, Fum, Sig gekritzelt. Da ist ein Nest voller kostbarer, gefüllt mit kostbaren Eiern. Aktion? Ja, da würde ich doch mal sagen, schnappen wir uns die Eier. Take X. Okay. So, und dann gehen wir nach Norden. Sie befinden sich am Ende einer riesigen Nord-Süd-Passage. Eine rostige Tür versperrt den Weg nach Norden. Aus den Schatten hinter dir stürzt sich ein bärtiger Pirat. Haha, schreit er. Ich nehme einfach deine ganze Beute und verstecke sie in meiner Kiste tief im Labyrinth. Er schnappt sich deinen Schatz und verschwindet tief in der Dunkelheit. Oh nein. Oh nö, haben wir jetzt alles verloren? Wirklich alles? Ach nee, guck mal. Was haben wir denn verloren? Wir haben die Eier verloren, wir haben den Perserteppich verloren. Das ist natürlich nicht gut, ne? Das ist aber schon ganz schön frech von den Piraten, uns jetzt die Sachen hier zu klauen, ne? Pass auf. Machen wir erstmal weiter. Wir ölen mal die Türe. Und wir haben ja noch Öl dabei in der Flasche, ne? Ja, also das Öl hat die Scharniere der Türe befreit, sodass sie sich jetzt einigermaßen bewegen lassen. Allerdings ist immer noch einiges an Kraft vonnöten, um sie bewegen zu können. Ja, dann machen wir die mal auf. Open Door. Achso. Ist die schon offen, oder wie? Können wir da jetzt einfach durch? Ah ja. Nun gut. Sie befinden sich in einer prächtigen Höhle mit einem rauschenden Bach, der über einen glitzernden Wasserfall in einen tosenden Strudel stürzt, der durch ein Loch im Boden verschwindet. Die Passagen führen nach Süden und Westen. Hier gibt es einen juwelenbesetzten Dreizack. Aktion? Ja, wir schnappen uns auf jeden Fall den Dreizack, ne? Take Trident. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir im Grunde die Flasche nicht mehr. Das heißt, wir können Drop Bottle. Oh. Also, lege Flasche hin. Ja. So, jetzt aber. Okay, gut. Dann gehen wir nach Westen. Sie befinden sich oben auf einem steilen Abhang über einem großen Raum. Hier könnte man zwar absteigen, aber nicht wieder hinauf. Es gibt einen Durchgang, der zurück nach Norden führt. Aktion. Wir gehen nach unten. Sie befinden sich in einem großen, niedrigen Raum. Kriechen, also sie können nach Norden, Südosten und Südwesten kriechen. Ja, dann kriechen wir doch mal nach Südosten. Dies ist der orientalische Raum. Alte orientalische Höhlenzeichnungen bedecken die Wand. Ein sanft ansteigender Durchgang führt nach Norden hinauf. Ein weiterer Gang führt nach Südosten und ein Hand-Knie-Kriechweg führt nach Westen. Hier gibt es eine zarte, kostbare Ming-Vase. Naja, die Ming-Vase dürfen wir uns jetzt noch nicht mitnehmen. Die ist zwar auch einer der Schätze, aber
Die würde kaputt gehen. Da brauchen wir noch was anderes für. Also gehen wir erstmal weiter nach Südosten. Sie befinden sich in einem Raum, dessen Wände an Schweizer Käse erinnern. Offensichtliche Passagen verlaufen nach Westen, Osten, Nordosten und Nordwesten. Ein Teil des Raums wird von einem großen Felsblock eingenommen. Aktion. Ja, wir gehen weiter nach Nordosten. Auch wenn so ein Schweizer Käsezimmer natürlich sehr interessant ist. Sie befinden sich in einer langen Ost-West-Passage mit vielen Löchern überall. Um nach dem Zufallsprinzip zu erkunden, wählen Sie oben, unten, Norden oder Süden. Aktion. Ja, da würde ich sagen, weiter nach Osten, nicht? Sie befinden sich an einer komplexen Kreuzung. Ein niedriger Hand- und Knieweg aus dem Norden verbindet sich mit einem höheren Kriechweg aus dem Osten und ergibt einen Gehgang nach Westen. Darüber hinaus gibt es noch einen großen Raum. Die Luft ist hier feucht. Aktion? Ja, da würde ich doch mal sagen, gehen wir nach oben. Sie befinden sich in einem großen Raum voller staubiger Steine. Da ist ein großes Loch im Boden. Und hier sind überall Risse und eine Passage, die nach Osten führt. Aktion. Ja, wenn wir schon so gefragt werden, wir können ja nur nach Osten, nicht? Also gehen wir nach Osten. Sie befinden sich in einem schmutzigen, kaputten Gang. Im Osten gibt es einen Kriechgang, im Westen befindet sich ein großer Durchgang. Über ihnen ist ein Loch zu einem weiteren Durchgang. Aktion? Ja, da gehen wir doch nach oben. Sie befinden sich in einem niedrigen Nord-Süd-Passage in einem Loch im Boden. Das Loch führt, also geht nach unten und führt in eine Ost-West-Passage. Und hier liegen Silberbarren. Aktion. Wir gehen weiter nach Norden. Da ist das Spiel einfach schon wieder abgeschmiert. Ja gut, ich versuche mal eine andere Version und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also ich mache das dann im Schnellvorlauf. Ja, ich wollte eigentlich jetzt in dem letzten Lauf, dieses Hin- und Herlaufen habe ich nur gemacht, damit der Dieb endlich kommt und um uns die Sachen abzunehmen, und jetzt kam der einfach nicht. Mann.
Also, ich mache jetzt mal einen etwas anderen Lauf. Nicht so wie vorher, sondern mal ein bisschen, ja, einfach anders. Eine andere Reihenfolge, weil das eben hat ja auch nichts gebracht. Da waren wir dann komplett voll und konnten nichts mehr machen. Wir konnten nichts mehr aufnehmen und wie man da gelesen hat, your fuel is running low oder battery is running low. Das heißt, dass die Lampe dann bald ausgeht. Und das hätten wir nicht mehr geschafft. Wir haben so auch schon dann zu viel Zeit verloren gehabt, weil der Dieb einfach nicht kam. So, pass auf. Wir sind ja jetzt wieder vor dem Haus, ja? Dann würde ich mal sagen, geh mal wieder rein, ne? So, dann Take Bottle, oder? Nee, wir brauchen erstmal nur die Lampe. Stimmt. Take Lamp. Und Take Keys. Das mit der Pflanze und dem, also der Flasche und der Pflanze mit dem Wässern, das machen wir später. Wir haben das bis jetzt ja immer am Anfang gemacht, ne? Mit dem Wässern. Aber das machen wir jetzt mal erstmal nicht. So, pass auf. Da haben wir jetzt die Schlüssel und die Lampe. Dann gehen wir erstmal dahin und machen das Gitter auf, ne? Mal nach Süden, dem Fluss folgen. Und dann open grate. Okay, dann runter. So. Gehen wir nach West. Was ich wohl sehr schön jetzt an dieser Version hier finde, man sieht immer oben noch, was man eingegeben hat. Das hatten wir ja bei dieser grau-weißen Version nicht, ne? So, da sind wir wieder. Dann nehmen wir uns direkt mal den Käfig. Take cage. Okay. Nun, dann gehen wir weiter nach West. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt, genau, die Lampe anmachen müssen. Light Lamp. Ich möchte nur so lange sparen, wie es irgendwie geht mit der Lampe. So, da sind wir wieder im Debris-Room mit den Xyxi, magischen Worten Xyxi und dem schwarzen Stab. Können wir uns ja den Stab erstmal einpacken. Take Rot. Okay, dann Xyxi. Nein. Ich wollte das eigentlich. Geht das nicht? Okay, dann nicht. So, warum wir den vorher nie mitgenommen haben, den schwarzen Stab, ist, weil wenn wir den dabei haben, dann hat der Vogel Angst vor uns und der Stab ist im Grunde auch nur für eine Sache gut. Also wir gehen jetzt erstmal nach Westen. Da müsste jetzt der Vogel gleich kommen. Ja. So, jetzt müssen wir den Stab erstmal liegen lassen, sonst kriegen wir den Vogel nicht. Und jetzt take bird. Okay, und dann take rod. Okay. Schauen wir mal nach. Einen singenden Vogel, der schwarze Stab, den Weidenkäfig, die Schlüssel und die Lampe. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal weiter nach Westen in die Halle, also in Richtung Halle der Nebel. Ach, wir müssen einfach down. Ja, ne? Sie befinden sich am Ende einer riesigen Halle, die sich nach Westen außer Sichtweite erstreckt. Auf beiden Seiten gibt es Öffnungen. In der Nähe führt eine breite Steintreppe nach unten. Die Halle ist erfüllt von weißen Nebelschwaden, die fast lebendig hin und her wabern. Große Steinstufen führen zur Spitze der Kuppel. Gut, dann gehen wir hier erstmal nach Süden, die Treppen hoch. Also, sie befinden sich in einem niedrigen Raum mit einer rohen Nachricht an der Wand. Der Zettel, also mit einem groben Zettel an der Wand. Der Zettel, auf dem Zettel steht, du wirst es nicht die Treppen rauf schaffen. Und du kannst, also sie können Goldnuggets sehen. So, dann nehmen wir uns die doch direkt mal mit. Take Nuggets. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können hier wieder raus. So, dann gehen wir mal nach Westen.
An der East Bank of a Fill, genau. Also sie befinden sich am Ostende eines Spaltes, der sich quer durch die Halle erstreckt. Genau.